Scheiße gerne trinken, Pizza mehr in den Trinken. Sehr süß in Italien, England, das sind von ihr. Die brennt dich ohne der Bein, du tanzt mich ganz allein. Olalala, bist du eine Pizza? Olalala, Pizza wunderbar. Olalala, bist du eine Pizza? Olalala, Pizza wunderbar. Mozzarella, non è tomata bella, champignons su salami, con asciutto un po' con me. Una pizza capricciosa, che se ne è un po' formosa, ma che è fuoriscente, è da casa fa fondamento. Oh la la, mi stuoi di pizza, oh la la, pizza bunda. Alles frisch, Donner d'Espresso, und in Aqua e Fresco, denn dann fängt wieder an, der deutsche Vita an. Oh la la, bist du eine Pizza? Oh la la, Pizza wunderbar. Oh la la, bist du eine Pizza? Oh la la, Pizza wunderbar.
Und genau so ein tolles Rezept wollen wir Ihnen heute Abend noch mit auf den Weg geben. Kein Fisch, sondern es wird für Sie passend für das bevorstehende Wochenende ein besonderer Kuchen gebacken. Passen Sie gut auf, wenn Sie das Rezept haben wollen, gehen Sie am Montag ins Pfarrhaus, bringen Sie eine Flasche von dem besagten Getränk mit und Sie kriegen die Kopie kostenlos. Ein wunderschöner guten Abend, liebes Publikum. Ich freue mich riesig, heute mal wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Und wie ihr euch alle so rausgeputzt habt. Super, einfach klasse. Und wenn ich so in die Runde gucke, habe ich auch schon ein paar von meinen ehemaligen Gesellen entdeckt. Der eine sitzt am Mischpult, zwei mischen am Tresen mit und der Rest sitzt einfach faul im Publikum rum. Und wegen einem habe ich sogar mal vor Gericht erscheinen müssen. Hat doch der Gesell tatsächlich Sägemehl in der Kuchen drunter gemischt. Aber unser Anwalt, der war clever. Der hat gesagt, mein Mandant ist unschuldig. Er hat den Kuchen explizit als Baumkuchen ausgeschildert und verkauft. Aus dem Grund ist er Schummel freizusprechen. Aber damit ihr wisst, mit wem ihr es heute Abend zu tun habt, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Serafina Overöhrle. Ich bin 81 und komme aus dem wunderschönen, am Wasser gelegenen Rastatt. Vor 2 Jahren war ich ja schon mal auf der Bühne. Zusammen mit den 2 Starköchen Johann Lafer und Horst Lichter. Vielleicht können sich ja der ein oder der andere noch dran erinnern. Damals haben wir zusammen gekocht. Aber heute, liebe Leute, heute wird gebacken. Ich stelle Ihnen heute Abend mein neues Kuchenrezept vor. Und wir backen zusammen einen Aperolkuchen. Ich nenne ihn ja liebevoll Aperolina. Ihr kennt es doch alle, man schaltet den Fernseher und einer kocht oder backt immer. Ja, Aperol. Aperol, das neue Ingetränk. Aperol habe ich in meinem letzten Italienurlaub kennengelernt. Und glaubt mir, ich habe in viele, wirklich in viele, viele Probe-Backvorgänge das neue Rezept entwickelt. Alle Zutaten habe ich schon nachgestellt. Das macht ihr daheim bitte gerade auch so. Jetzt gucken wir mal, was auf dem Rezept steht. Wasser, Zucker, Eier, Butter, schaumig rührt die liebe Mutter. Früchte, Nüsse, Salz, Zitrone und das alles ohne künstliche Hormone. Ja, und dann schon klar. Ha, am besten von Lind sozusagen, aber Milka passt gerade so gut rein. Jetzt ganz wichtig. Ganz wichtig, 2 kleine Liter Aperol zum Schluss, weil der Kuchen schließlich auch Farbe haben muss. Liebe Gäste, ich habe ja nicht nur das neue Rezept für euch entwickelt, sondern auch noch ein kleiner Spruch dazu. Ich sage euch nur einmal vor, passet gut auf und wenn ihr die Flasche hebt, sagt ihr sofort im Chor. Aperol, das ist kein Witz. Hebt die Stimmung wie ein Blitz. Probieren wir gleich. Aperol, das ist kein Witz. Hebt die Stimmung wie ein Blitz. Super, er hat es gemacht. Übrigens, mein Mann, der trinkt mit mir abends kein Aperol mehr. Sagt er doch, wenn ich abends Aperol trinke, kann ich einfach so schlecht einschlafen. Denke ich komisch, bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich schlafe, kann ich doch kein Aperol trinken. Aber jetzt legen wir am
besten mal los. Zuerst probieren wir mal den Aperol und prüfen somit seine Qualität. Das ist schon mal Nummer eins, was wir machen. So. Ich sag dann einmal Prost. Ja. Also wenn wir mit der Qualität einverstanden sind, dann nehmen wir eine große Rührschüssel. Wenn wir mit der Qualität nicht einverstanden sind, wird er aber wohl noch einmal probiert. Und dann nehmen wir mal die Rührschüssel. Ich sag dann einmal Prost. Qualität einverstanden. Jetzt nehmen wir mal Butter, schalte den Mixer an und schlage mal die Butter flaumig weich. Ja. Dann schalten wir wieder ab und probiere gleich den Aperol noch einmal, um auch wirklich zu gucken, ob er noch von bester Qualität ist. Ich sag dann mal Prost. Also leid, den Vorgang kann man beliebig oft wiederholen. Aufpassen! Aperol! Es ist ein Witz! Hebt die Stimmung wie ein Blitz! Super! Das wird noch besser. Aber da fällt mir gerade noch ein Lied dazu ein. Jetzt trinkt man noch Aperol. Füge einen Löffel Zucker dazu. Rühre kräftig um, wie die Bombe. Und prüfe, ob der Aperol immer noch gut. Ganz wichtig, sonst klappt es nicht. Ich sag dann mal Prost. So. Wisst ihr eigentlich, dass es in Wirklichkeit nicht vier, sondern fünf Elemente gibt? Feuer, Erde, Wasser, Luft und Aperol. Denn immer wenn ich Aperol trinke, sagt mein Mann, gell, Frau, jetzt bist du wieder in deinem Element. Oh,
dieser Mann nur liebe. Breche vier Eier aus. Und zwei Schüssel. Wer hat das geschrieben? Eier brecht man doch nicht aus. Eier haut man auf. Breche? Breche kann man noch. Oder breche kann man, wenn man so viel getrunken hat. Gut Stichwort. Der Aperol muss auf sein Konsistenz geprüft werden. Konsistenz. Intelligenz, Superland ist rein. Was reimt sich da? Konsistenz. Exzellenz! Inkontinenz! Impotenz! Ja, aber hol Eier, ich heb die Stimmung auf jeder Feier. Das reimt sich ja. Aufpassen. Ihr werdet immer besser, immer schöner. Sie, Herr Pfarrer, wenn Sie sich entscheiden müssen zwischen mir und meinem Kuchen, der sich doch bestimmt für das Buch entscheiden, gell? Nee, denn ich passe einfach nicht auf den Kuchen bei. Unbillige Früchte in der Mitte. Und wenn das blöde Obst bebe tut, nehmen wir einen Scheithaber. Schmeiß die Zitrone auf Ladelitsche drin. Schmeiß die Zitrone und das Salz in der Hixa und presst deine Nüsse aus. Nüsse aus. Hab ich Durst. So, jetzt haben wir alles Sack und Date drin. Ups. Kokoschlade haben wir.
Kokoschlade muss noch rein. Und der Rest aber rollen. Sonst ist der Kuchen futz trocken. Und aufpassen. Beim Kauen besser am Mund zulassen. Sonst taugt es furchtbar. Fertig, Zimmer. Obela. Da Ofen müssen wir noch einfetten. Um 200 Grad umdrehen. Und dann muss der Buchen 50 Minuten kacke. Falls der Kuchen scheiße schmeckt, nehmen wir einfach Fertigmischung. Das merkt ein Mensch, dass der gekauft wird. Den Mann am Klavier oder zwei Mann. Also das sieht jetzt gerade so aus, als ob da einer etwas singen will. Ich mach aber kalt. Ich trinke jetzt noch ein Aperol. Ja, letztens wollte ich mit meiner Freundin in Rastatt essen gehen. Und dann haben wir uns so überlegt, wo gehen wir denn noch? Sollen wir so gut badisch essen gehen? Oder doch eher, vielleicht
vielleicht wieder zum Italiener, wie jedes Jahr. Aber meine Freundin hat dann gemeint, du, da hinten hat ein neuer Chines aufgemacht. Oh Jesus, habe ich gesagt. Chines? Ich weiß nicht so recht. Ah doch, hat sie gesagt, da ist immer proppevoll, wenn ich da vorbeilaufe. Da gehen wir mal nach, das probieren wir mal aus. Komm, jetzt sei nicht so. Dann habe ich gesagt, also ich weiß nicht, beim Chines weiß man gar nie, was bei denen im Kochtopf landet. Also gut, ich habe mich überreden lassen, dann sind wir halt dort zum Chines gegangen. Da war natürlich wirklich voll. Und ich mich schon gefreut und gedacht, boah, da bin ich drum rumgekommen. Nichts kommt so ein kleiner Chines auf uns her, zu uns hergerannt. Da sagt er, du wollen bei uns essen? Ja, haben wir gesagt. Zwei Pilzsonnen? Ja, haben wir gesagt. Komm, ich habe einen schönen Tisch für euch. Also gut, sind wir da halt dem hinterhergerannt durch den ganzen Saal. Der hat uns dann in der Nähe von der Küche platziert. Ihr. Und da hat ans Telefon geklingelt und ich habe dein Telefongespräch mitgehorcht, aber höre sie einfach selber. Damit sie die kochen. Also, ich wäre ja bereit,
zu dem Preis, das sie dann haben wollen, einen Essensgutschein für zwei Personen zu geben. Einen was? Einen Essensgutschein. Womöglich für unsere eigene Katze? Nein, die Katzen, die brauchen wir jetzt in einer Stunde. Nein, also für Sie morgen könnten wir zum Beispiel einen Hamster in Aluminiumfolie. Ja, dazu. Also ich glaube, Sie sind blem-blem. Also ein Hamster in Sosolandes oder Pyrenees. Wir möchten keine Hamster essen und auch keine Katze. Nee. So, und jetzt, wie verbleiben wir? Also, ich denke, wir verbleiben einfach so, dass hier keine Katze rausgeht zum Kochen. Zum Dünsten. Das ist ein Unterschied von mindestens 40 Grad. Also, hören Sie mal, ich glaube, ich bin. Was? Ich weiß nicht. Also, kriege ich jetzt die Katzen, ja oder nein? Tut mir sehr leid. Ich gebe meine Katze nicht zum Kochen her. Zum Dünsten. Ich will auch nicht, dass sie gedünstet werden. Okay, ja. Tschüss. Tschüss. Ja, Sie müssen aber auflegen. Was, Sie können doch auflegen? Nee, ich bin ja die Katze. Dann kaufen Sie sich halt woanders die Katze. Dann müssen Sie auflegen. Ja, dann legen Sie doch auf Sie. Händ doch hier angerufen. Ich bin ja die Katze. Ja, schön, aber mir hängt keine Katze zum Kochen. Zum Dünsten. Ach, zum, ja, okay. Dann geben Sie mir 10.000 Euro und ich gebe Ihnen 3 Katzen zum Dünsten. Ja, Moment, ich halte mal den Test. Lauban, na, den Nurel, ja, nicht mal, du an der Ohr, der Kind, der ist lieb. Also, mein Chef, der Herr Werwolf, der sagt, das ist zu teuer. Oh, dann tut's mir aber leid. Oh, das ist aber schade. Tschüss. Tschüss. Oh. Von dem Ordnung, von dem chinesischen Koch. So etwas ist mir noch nie passiert, nein. Auf was für Eifel die Leute halt kommen. Katzendünste. Nein, ich kann es nicht fassen. Was sagen Sie denn da dazu? Also, ich könnte da ja glatt zum Veganer werden. Ja, aber bitte. Ich bin ja so froh, dass wir das Grand Hotel Zack haben. Die Küche dort ist weit über die Grenze von Rastatt hinaus als hervorragend bekannt. Und da weiß man mit Sicherheit, dass am kein Katzenvieh oder vielleicht sogar ein Hund im Essen unterjubelt wird. Und das Sprichwort: viele Köche verderben den Brei. Das trifft hier überhaupt nicht zu. Im Gegenteil. Jeder einzelne Koch ist ein Meister seines Fachs. Hier kann man sich als Gast kulinarisch richtig verwöhnen lassen und das Essen so richtig genießen. Wenn ich nur dran denke, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Aber was für tolle Talente die Köche noch haben, können Sie gleich selbst erleben. Und zwar nach einem kurzen Umbau. Tschüss!
Sind wir jetzt bereit? Können wir anfangen? Also ja. Gut. Hollaridididudelö. Hollaridididudelö. Entschuldigung, die Dudel? Die? Jemand spricht die Dudel. Diri, diri, dudel, dö. Diri, diri, dudel, dö. Ja. Dudel, dö, dudel. Hollera, di, dadel, dö. Hollera, di, dadel, dö. Hollari, du, dö, dö, di. Hollari, du, dö, dö, di. Diri, di, di, dö, dö, du. Diri, diri, dö, dö, du. Und jetzt bitte alle. Holla, du, dö, di. Diri, diri, du, dö, dö. Danke, das genügt. Und jetzt wollen wir versuchen, die uns bisher erarbeiteten Grundmotive des Erzherzog Johann Jodlers frei vorzutragen. Bitte, Herr Dr. Sundermann. Hollari, hollari, di, dudel, dudel, jö, jö. Danke. Und jetzt der Herr von Lillenkron. Hollara, hollara, di, dadel, do. Danke. Frau Hoppenstedt. Hollera. Hollari. Hollari, di, dudel, du. Du, dö, dö, di. Hollari, du, dö, dö. Du, dö, dö, di. Im ganzen Satz, bitte. Hollere, dö, 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 dö. Du, dö, dö, di. Du, dö, dö, dö. Ist zweites und so bei Sonnenaufgang. Hollari, du, dö, dö, du. Du, dö, dö. Du, dö, di. Hollari. Hollari. Hollari, dö, du. Du, dö, du. Du, dö, di. Danke. Und jetzt bitte alle. Hollari, du, dö, di. Diri, diri, du, dö, dö. Danke, das war's für heute. Und wir sehen uns wieder am Donnerstag um 15 Uhr. Entschuldigen Sie bitte, ich komme von Radio Bremen. Würden Sie bitte für unser Frauenmagazin ein paar Fragen beantworten? Wenn es nicht zu lange dauert. Wie ist Ihr Name? Hoppenstedt. Ah ja. Herr Dr. Vogeler, wie erklären Sie sich diesen ständigen Zuwachs in Ihrem Institut? Da haben Sie ganz recht, Herr Schmoller. Ich habe das Vogler-Institut, das Institut für modernes Jodeln, persönlich ins Leben gerufen. Das Jodeln, das Diplom, also das Jodel ohne Jodel, vielmehr mit Jodeldiplom. Also Jodelabschluss, Jodeldiplomabschluss, unterscheidet sich vom Jodeln ohne Jodeldiplom. Das Diplom-Jodeln ist also nicht zu vergleichen mit dem Normaljodeln ohne Diplom. Also ohne Jodelabschluss, ohne Jodeldiplomabschluss. Entschuldigung, du Dudel? Dudel wie? Ah, ja.
Baumstedt. Was hat Sie als Frau dazu veranlasst, in einen Jodelkurs zu gehen? Da regt mich ja schon die Frage auf. Was heißt denn hier als Frau? Eine Berufsausbildung ist doch nicht grundsätzlich nur von Männern gepachtet. Naja, ich meine ja auch... Ich finde, gerade eine Hausfrau mit Familie sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wenn mal die Kinder aus dem Haus sind oder es passiert was, dann habe ich nach 2 Jahren Jodelschule mein Jodeldiplom. Da habe ich was in der Hand. Und ich habe als Frau das Gefühl, auf eigenen Füßen zu stehen. Da habe ich was Eigenes, da habe ich mein Jodeldiplom. Ich möchte auch als Frau eine sinnvolle Tätigkeit ausüben und nicht nur zu Hause hinterm Kochtopf stehen oder meinem Mann die Hausschuhe hinterher tragen. Ist Ihr Mann denn auch dieser Meinung? Mein Mann möchte eine echte Partnerin, die ihre eigenen geistigen Fähigkeiten entwickelt. Für die Familie und für die Gesellschaft. Valerie, du